ist. Commit heißt Commit. Commit, Commit. Schau dir das an, schau dir das an, schau dir das an. Basic Programming. Alexander ist heute dran mit dem Oberkörper-Schnellkraft-Paar. Das ist Freitag. Die Müdigkeit ist schon ein bisschen groß. Wir hatten die Woche auch zwei intensive Sparrings. Aber trotzdem, laut unserer Omega-Wave-Software sind wir trainingsbereit und das nutzen wir natürlich. Und heute ist der Oberkörperteil, den wir einleiten mit Bankdrücken und dann kommen drei Schnellkraftübungen. Schauen wir uns das an. Schatzi, wenn die Stange. Schau mal auf das Pass von der Position, ja. Wenn du fertig bist. Ja. Hoch. Ja. Wie viele? Fünf? Ja. Brauchen Sie was? So ein kleiner Adam. Das ist der Adam. Seinen Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Aber Adam ist hier zuständig für die Zeit. Er bekommt 4000 Euro brutto für diesen Job. Geht schon, Alex. Ja, und schwarz bekomme ich auch noch was vom Ricci. Aber das bleibt unter uns. Das musst du auch schneiden. Bei der Runde 2 machen wir zwischen den Sätzen ein bisschen Pause. Aber 15 Sekunden. Jetzt verwenden wir da Elemente schnellkrafttechnisch. Wir schauen, dass wir das Gewicht immer oder die Belastung immer weiter reduzieren, bis hin zum Ende, wo dann auch assistiert vom Band die Liegestütze ausgeführt wird. Das heißt, eine schnellere, explosivere Bewegung mit einem größeren Range of Motion ist kaum möglich. Dieses Programm ist unter den Schnellkraftprogrammen definitiv ein fortgeschrittenes Programm. Das heißt, für alle Leute, die unter 3 Jahre Kraftsporterfahrung haben, egal ob Kampfsport oder nicht, empfehle ich das nicht, das Triathletic-Programm. Da würde ich dann eher klassischere Programme machen. Oder, so wie alle wissen, olympisches Gewicht eben einer meiner Favorites. Das ist ein guter Einstieg, um mit der Explosivität und Schnellkraft anzufangen. Pause. Pause, 4 Minuten. Okay. Bin drauf, Alex. Mach, mach, mach. Was war das jetzt? Warum jetzt? Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll und deswegen gehe ich einfach weg.